Hey Leute, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Simon, und ich darf euch herzlich begrüßen zu meiner 5-Euro-Gaming-Ecke. Ja, ihr habt gewählt, ihr bekommt's jetzt. Selber schuld, wenn man das wählt. Nein, ich habe euch ja Beyond Good and Evil und Pudel zur Auswahl gegeben. Es war diesmal nicht ganz so eindeutig wie beim letzten Mal. Deswegen ist das Spiel aber lange nicht schlechter. So, ich habe den letzten Speicherstand hier gelöscht, dass wir hier ganz gechillt von vorne anfangen können. Ich habe das natürlich ein paar Mal vorher gestartet, dass wir hier den Sound durchchecken können. So, dann werden wir mal spontan hier namenmäßig was eingeben, so wie es jeder kennt. So, Schwierigkeit lassen wir auf normal. Um hier mal den kleinen Klugscheißer raushängen zu lassen, Pudel kann man so frei übersetzen. Pfütze, Lache, Tümpel, Verwirrung gibt's noch. Pool, keine Ahnung, was ein Pool ist. Eine Regenlache, wenn es eine Rainpudel wäre. Weiß ich um Pudel, ob ich das überhaupt richtig ausspreche. Ist mir ehrlicherweise auch total Banane. So, bestätigen. Das Spiel ist physikbasierend. Es geht um Flüssigkeiten, um Hitze, Kälte. Ich habe ehrlicherweise überhaupt keine Ahnung, was uns erwarten wird. Ich will das Spiel so um die 5 Minuten halten. Ich will es nicht zu lange in die Länge ziehen, weil wenn man das zu lange in die Länge zieht, dann hat man es zu lange in die Länge gezogen. Nein, Spaß beiseite. Bevor ich hier lang mir in Wolf laber, gehen wir mal auf Spielen. Ja, wir haben hier nicht viel Auswahl. Wasserlauf. So, Kaffeepause. Kaffeepause, immer gut. Okay. Sieht gut nach Kaffeepause aus. Kaffee. Ich glaube auch die Flüssigkeiten unterschiedlich, je nachdem was es für Flüssigkeiten sind, werden diese auch unterschiedlich gut reagieren. So, was haben wir hier? Flüssigkeit, Kaffee, Besonderheiten, keine Tipp, neige die Tasse, um den Kaffee freizugeben. So, neigen tut man mit dem Pfeiltasten. Okay, ah, man hört sogar ein Büro im Hintergrund, nice. Kaffee, wie man kennt aus der Kaffeeblörre. Okay, durch das Neigen... Voll die Haare da drin. Okay, das ist wie so ein Abfluss. Okay. Da kann ich jetzt noch nicht viel dazu beisteuern. Ich weiß auch nicht. Also ich denke mal, es wird halt darum gehen, so viel wie möglich von diesen Flüssigkeiten hier mitzubekommen. Okay. Auf einmal wird's Wasser. Glückwunsch! Neuer Rekord. Ja klar, ich spiele es ja zum ersten Mal. Oh, wir haben den Winners Club. So, Dele, dann nächstes Level, oder? Das war ja fast schon zu leicht. Flüssigkeit, Wasser. Besonderheit, verdunstet bei Kontakt mit Feuer. Okay, Tipp, Wasser verdunstet nicht, wenn du dich schnell an Hitzequellen vorbei bewegst. Das heißt also, dann mehr abneigen, dann gibt es mehr Gas, das Wasser. Gut. Muss man hier ein bisschen rüber neigen. Das ist hier berührt wahrscheinlich. Warte. Okay. Ah, okay. Dann hat ein bisschen hin und her. Das ist. Geben wir mal ein bisschen Gas hier. Ja! Okay, an den Hitzequellen vorbei. Okay. Sollte man halt immer warten, bis so viel wie möglich Wasser auf der anderen Seite ist. Ich denke mal, es ist immer ganz gut, wenn man so viel wie möglich an Flüssigkeit hier mit dabei hat. Ah, okay, da oben ist so eine rote Markierung. Okay. Das ist jetzt so toll hier war. Wir haben ja auch viel Wasser verloren gerade. Oh, verkackt. Du kannst das nächste Level hier doch in dem jammerst. Du kannst nicht. Du hast noch 4 Jammer. Du hast noch 4 Jammer. Alles klar. Bin ich ja beruhigt. Okay, da lief wohl irgendwas ein bisschen schief gerade. Aber egal, nochmal. So. Wir schaukeln Zip. Einmal. 7-2. Okay. Offen. Pfeifen wir noch schon durch.
ein bisschen, kommt noch mit da hinten. Gut, wir haben nicht viel verloren, das ist gut. Iha! Jump up hier! Errungenschaft freigeschalten, mach dich rar. Okay. Es senkt sich ab. Ich muss halt mal kurz warten, bis hier ein bisschen was angesammelt hat. Schaukeln wir uns mal ein bisschen hoch hier. Ja! Wow, 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 wow. Jawohl, da muss man was aktivieren. Okay, die Pfeile waren doch sehr deutlich. Nein! Da haben wir nicht mehr viel Wasser. Wir haben, nein! Oh, nein! Gib mir mein Wasser mit! Fuck! Egal! Ich würde sagen, geschafft ist geschafft, ne? So, ich würde sagen, ein Level können wir uns noch gut geben, oder? So, mal gucken, was jetzt hier abgeht. Ölbrenner, Flüssigkeit, Wasser, Besonderheit, verdunstet bei Kontakt mit Feuer. Tipp, aktiviere die Schalter, um voranzukommen. Okay. War jetzt relativ easy noch hier. Also so viel wie möglich von unserer kostbaren Nass hier mitbekommen. Ich glaube, das können wir mal so lassen, dass es hier schön durchflutscht. Aber... Oh, nein, 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 nein! Ups. So, überlegen wir mal. Ich glaube, es geht schneller, wenn wir Speed geben und dann an diesem Dreieck hinten vorbeiziehen. Speed up! Das schanzt für mich hier oben drüber. Jawohl! Gut! Gut! Hammers, Hammers! Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's! Hurry up, Mann! Wir haben doch keine Zeit. Gefährlich viel verloren gerade. So, warten wir mal geschwind. Wir sollten uns hier unten ein bisschen kurz sammeln. So. Oh? Wie? Ich dachte, es kommen hier die Mörderschalter. Oh Mann! Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Wie nur Silber. Egal. Ich glaube, wir haben ein bisschen viel verloren. Wir sollten, glaube ich, beim nächsten Mal ein bisschen den Speed rausnehmen. So, Leute. Das waren so die ersten drei Level von Pudel. Geschnitten, frisiert, rasiert, eingefärbt, nicht gefärbt, mir egal. Drei geile Folgen habt ihr noch vor euch. Das Spiel ist echt cool für unter 5 Euro. Kann man mal vom ersten Fazit her sagen. Grafik gut. Vom Spielspaß her bis jetzt war es eigentlich relativ einfach, kann man so sagen. Und ja, der Rest, ich denke, wir werden sehen, was dann passiert. Wir werden hier weitermachen, vielleicht ob der Bildschirm so aussieht, weiß ich noch nicht. Und dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Video. Haut rein, ich bin raus, euer Simon. Ciao.